Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Link's Awakening Let's Play-Reihe. Diesmal ist der Maskentempel dran. Kleiner Tipp von mir, bevor ihr hier startet, ihr solltet meiner Meinung nach zumindest hier schon den Bumerang haben. Wie ihr den Bumerang und vor allem den Schlüssel zum Maskentempel bekommt, zeige ich euch in der letzten Folge. Ist ein bisschen umfangreicher, schaut da einfach mal vorbei, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich starte jetzt direkt mit dem Maskentempel. So, ausrüsten wäre natürlich sinnvoll. Also der Bumerang ist mega effektiv. Oh ja, 50 Rubine. Also übrigens, um den Bumerang zu bekommen, muss man... die Schaufel, ihr seht, die habe ich jetzt nicht im Inventar, gegen den Bumerang tauschen. Und man kann die Schaufel sich erst zurückholen, wenn man, ich glaube, es waren 300 Rubine hat. Sehr schön. Das war nicht so schön. Oh, das Kraftarmband bekomme ich hier schon. Das ist aber sehr weit am Anfang der Quest. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Damit kann ich mich jetzt hier die Kollegen wegschmeißen. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Oh, nochmal 100 Rubine, sehr schön. Die Herzen nehmen wir natürlich mit. Ich glaube, hier lohnt es sich auch öfter mal, die Melodie zu spielen. Es lohnt sich doch immer wieder, alle Gegner zu plätten. Jetzt haben wir die Karte. Sehr schön. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich... Ja, alles klar. Muss ich mal zurück. Ja. Ja, hier nicht rein. Kompass. Stopp.
aber hier irgendwie noch nicht so richtig alles erkundet, oder? Wir gehen mal zurück. Ach ja, genau, die Kiste hat uns noch gefehlt. Okay, Schnabel. Also ich finde den Schnabel, das ist jetzt nicht so wichtig für die Dungeons. Komme ich überhaupt zurück? Jetzt habe ich ein bisschen gepennt. Ja, theoretisch. Ich will auch mal gucken, was da unten noch so Schönes ist. Ich würde sagen... Da hat es ja gelohnt, dass ich noch nicht den Weg gegangen bin. Okay. Das klingt echt witzig. Wozu ist diese Treppe da hoch? Schon wieder 100. Läuft. Da kann ich mir meine Schaufel wieder zurückholen. Sehr schön. Okay. Moment, ich will das mal töten. Nicht, dass es hier irgendwas gibt. Gibt's nicht. Okay. So, hier haben wir die nächste Zaubermuschel. Wie viel sind wir jetzt eigentlich? 28, noch 12, dann kann ich mir das neue Schwert holen. Beziehungsweise das stärkste Schwert. So, jetzt gucke ich mal hier. Also ich habe alle Kisten geöffnet und ich denke mal, jetzt kann ich auch schon wieder an den Dungeon-Eingang. Und dann können wir nach rechts laufen. Genau. Sparen wir uns jede Menge Zeit. Also rate ich auch jedem nur. Legt euch... Moment. Das Lied zu, damit ihr euch teleportieren könnt. Das ist echt mega viel wert. Okay, hier geht's schon zum Endgegner. Ja. Ist wahrscheinlich besser mit Pfeil und Bogen zu besiegen, aber mein Gott. Wo ist sinnvoller? Wir gehen erstmal hierher. Okay. Was sagt uns der Kollege? Springe auf die Säulen, um voranzukommen. Okay, also muss ich erstmal so ein Orb oder so ein Kristall aktivieren. Nächster Schlüssel. Aber ich habe noch keinen Schalter gefunden.
irgendwas übersehen. Ach, ich bin ja auch ein Held. Ich habe das für die Tür mit dem Masterschlüssel gehalten, ich Trottel. Naja, kann man mal machen. Ich komme nicht an die Kugel. Alles klar. Ganz schön frech. Die nehmen wir mit. So, was haben wir hier Schönes? Bin ich jetzt wieder am Anfang? Okay, der Raum spiegelt sich. Ah, alles klar. Also an diesen Stellen mit diesen Platten macht es echt Sinn, sich in so eine Ecke zu verkrauchen und zu warten, bis es vorbei ist und das Schild vor sich zu halten. Sehr schön. Und ich habe sogar noch einen Schlüssel mehr. Sehr schön. Moment, gucken wir es mal hier. Oh nee, stopp. Ach, jetzt kommen die Platten gleich wieder komplett. Gucken wir es mal hier lang. Okay, hier war ich auf der anderen Seite, okay. Sehr schön. Das war die falsche Melodie. Ah, hier gibt es wieder 50.000 Wege. Okay. Gehen wir. Moment. Da geht es zu einer Schatztruhe, also gehen wir erst noch da. Egal. Oh mein Gott, 300 Rubine. Jetzt flippe ich komplett aus. Das kommt mir gelegen. Das will jetzt nicht so klappen, das ist auch nicht schön.
Ob ich? Jetzt. Na mein Gott, das war jetzt aber ein Krampf. Okay, ich würde sagen, ich mache den Schalter hier mal rum. Also ich habe das jetzt quasi gemacht wegen 300 Rubinen, nichts anderem, okay. Also wer auf das Geld verzichten kann, der kann quasi darauf verzichten, diesen Umweg zu nehmen. Moment, wo bin ich denn jetzt hergekommen? War ich hier schon? Jetzt bin ich gerade ein wenig... Nee, hier war ich noch nicht. Okay, niemand die besiegt ist erstmal ja. Stopp, das bin ich falsch richtig. Okay, sehr schön. Nicht so wichtig. Okay, einmal hier lang. Hier war, glaube ich. Ach ja. Moment, ich will erstmal. Da geht's hier hoch, da geht's zu einer Kiste. Okay, dann doch erstmal hier lang. Die von Krügen erschütterte Kiste. Aha. Ach so. Ach, das ist doch der große Schlüssel. Auf Englisch heißt er übrigens Nightmare-Schlüssel. Warum heißt der hier nicht Albtraum-Schlüssel? Okay, ich würde sagen, wir haben alles und können zum Endboss. Jetzt bin ich mir gerade aber noch nicht so sicher. Okay, wir müssen runter. Weil diese Kiste haben wir ja auch noch. Ach verdammt. Der Schalter steht immer noch nicht richtig. Okay, ich habe eine Idee. Das war jetzt nicht die Idee, die ich meine. Okay, da hätte ich eigentlich auch mich beamen können. Na, 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 na. Das war jetzt nicht die Mega-Zeit ersparen, das wollte man hin. Ich aber leicht auf dem Schlauch, das muss ich jetzt mal sagen. Ach, alles klar, jetzt habe ich es begriffen. Okay, zack. Mal was man drauf kommt. Ups, nicht runterfallen. Ach, jetzt habe ich die Medizin wieder, okay, die sich automatisch quasi, der sich automatisch nimmt. Okay, damit haben wir alles. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie wir zum Dungeon kommen. Okay, ich weiß schon Bescheid.
Warum sage ich eigentlich immer Dungeon? Ich meine halt zum Endgegner. Noch da, Moment. Okay. Ich muss eigentlich hier abklopfen. Ich glaube ja. Ist das der richtige Weg? Ja. Genau. Oder? Jetzt bin ich mir gerade nichts. Nee, das ist falsch. Muss ich echt mal überlegen, wie komme ich da hin? Ich war ja schon mal da. Na toll. Das habt ihr ja super hingekriegt. Ich mich denn ja falscher. Na komm. Klar, alle Gegner töten. So, frech mit deinen Laserstrahlen. Fall mit Hoppla, jetzt hätte ich es fast verraten. Alles klar, Bomben. Dämonenfratze. Jetzt aber echt. Ja, doch nicht, da hat sich wieder abgemacht. Das hätte wieder fast geklappt. Nein! Das ging jetzt aber schneller als ich dachte. So.
So, da haben wir den nächsten Endgegner schon platt gemacht. Und was haben wir hier? Eine Triangel. Korallentriangel, okay. Geiler Beat. Okay, fliege wie ein Vogel, das ist schon der nächste Tipp. Alles klar, das war's vom Maskentempel. Ich hoffe, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Lasst einen fetten Daumen nach oben da für diese Folge. Ein Abo, wenn ihr neu seid, um keine Folgen zu verpassen. Das soll es von mir schon gewesen sein. Ich hoffe, dass ihr in der nächsten Folge natürlich einschaltet. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.